habe ich auch in diesem Volleyball ein iPhone gefunden. Keiner von euch wird mir glauben, Endergebnis ist er. Nachdem ich diesen Volleyball für 30 Euro gekauft habe, wollte ich für den Test einfach den Ball durchschneiden. Doch dann kam mein Bruder und meinte, ich soll erstmal bei diesem alten Ball testen. Ich habe es auch getan. Ich wollte es auch gucken, ob wirklich irgendwas da drin ist. Ich habe einfach den Ball komplett durchgeschnitten, Freunde. Ich glaube nicht mal Speed würde das glauben, aber da war einfach tatsächlich ein Nokia-Handy drin. Oh mein Gott, Freunde, ist das verrückt. Es hat geklappt.